Radio Soul präsentiert Planet Soul Power Wow. Die Konferenz der Menschen. Radio Soul. The All-in-One Solution for Entertainment. Und wieder ist es soweit. Ich begrüße Sie recht herzlich. Schön, dass Sie hier mit dabei sind, meine Damen und Herren. Hier spricht Gerd Pellegrini am Mikrofon und bei mir live im Sendestudio Manuela Freistetter. Hallo Manuela, schön, dass du da bist. Hallo. Wunderbar, heute hier im Sendestudio von Radio Soul, Manuela Freistetter, und wir stellen das Dirndlhaus vor. Wie ich zum ersten Mal das Wort gehört habe, dachte ich, es geht um Gewand, aber nein, es geht um etwas anderes. Was ist das Dirndlhaus, Manuela? Es geht um die Früchte, um die Dirndlfrüchte, Kornellkirsche im Hochdeutschen genannt. Und ja, wir im Dirndlhaus verarbeiten diese Früchte zu den unterschiedlichsten Produkten. Wunderbar. Du bist Landwirtin und ihr habt also eine, kann man da sagen, Plantage oder wie ist das von diesen Früchten, oder ist es ein Landstrich? Nein, wo ist der? Es ist keine Plantage, ja, sondern es ist eine landwirtschaftliche Grundfläche, ja, die ich gepachtet habe. Mhm. Und dort wachsen seit Jahrhunderten Dirndlsträucher. Zum Glück jedes Jahr wieder neue Früchte. Und diese werden geerntet von uns und verarbeitet und vermarktet. Warst du schon immer Landwirtin oder ist es erst gekommen? Nein, ich habe Facharbeiter für Werkzeugmaschinen gelernt. Oh, also ich kann drehen, fräsen, hobeln, Metallbearbeitung. Und die Landwirtschaft, die Verarbeitung von Produkten, das ist irgendwo so, ja, meine Leidenschaft. Das liegt mir im Blut. Das ist eine Herzensangelegenheit. Das macht Spaß. Ja. Du kommst aus dem Erzgebirge. Wo ist das? Hat das irgendwas mit deinem ursprünglichen Beruf zu tun? Ja, ich komme ursprünglich aus Sachsen, aus dem Erzgebirge, Annaberg-Buchholz, ehemalige DDR. Das hat Nichts damit zu tun. Okay. Und jetzt wohnst du mit deinem Mann in Berchtesdorf. Genau. So, also genau in unserem Sendegebiet hier in Berchtesdorf. Und die Landwirtschaft ist im Pilachtal. Ist das Pilachtal Echte. Besonders bekannt für diese Frucht, für dieses Dirndl? Ja, die Dirndl, sagt man ja. Ja, genau, die Dirndl. Ja. Pilachtal, auch genannt das Dirndltal, ist über die Grenzen hinaus bekannt für die Dirndl-Produkte. Und Dirndlwanderungen gibt es im Frühjahr während der Dirndlblüte. Und da sind wir schon bekannt in ganz Österreich. Ja. Ja, also man kann dich und deine Produkte regelmäßig in Berchtesdorf am Wochenmarkt begutachten und kaufen. Und es gibt auch einen Online-Shop, also da seid ihr natürlich auch so schon modern aufgestellt, das ist großartig. Das werden wir alles im Detail uns anschauen, auch welche Produkte es gibt. Es ist ja eine unglaubliche Fülle an Produkten da. Ja. 40 Stück und so. Über 40 wow. verschiedene Produkte. Was man alles aus dieser Frucht machen kann. Ich kannte sie so noch nicht. Also ist es eine Kirsche eigentlich? Nein, botanisch keine Kirsche, sondern eher von den Rosengewächsen abstammen. Mhm. Also ein Hartriegelgewächs, der gelbe Hartriegel. Und hat mit der Kirsche nochmal gar nichts zum tun, ist eine eigenständige Frucht, auch geschmacklich ganz anders. Mhm. Okay, aber es hat eben auch einen harten Kern, es ist etwas länglicher, ja, genau. Ja, es ist ein länglicher, harter Kern. Mhm. Die Früchte sind rot bis schwarzrot. Mhm. Es gibt ganz wenige gelbe Dirndln, das ist dann eine Besonderheit. Habe ich selber so noch nicht gesehen, kenne ich nur aus Erzählungen und von Bildern. Okay. Ich nehme an, dass diese Frucht besonders gesund ist. Ist das ja, richtig? Das ist richtig. Was beinhaltet diese Frucht? Erzähl uns. Ich glaube, das ist eine richtige Vitaminbombe, oder? Ja, genau. Die Dirndl hat einen sehr hohen Vitamin-C-Gehalt, viel Kalium, viel Kalzium, viel Phosphor und ist somit für eine gesunde Ernährung bestens geeignet. Wunderbar. Und das alles erfahren wir heute hier auf Radio Soul, meine Damen und Herren. Ja, jetzt gibt es Musik und gleich geht es weiter im Interview. Ich würde sagen, jetzt lassen wir Leo Sayer zu Wort kommen. More than I can say. An Radio Soul. Das war Leo Sayer in unserem Programm hier. I love you more than I can say. Und wir machen weiter mit unserer Talk and Music Show hier heute mit Manuela Freistetter. Ja, Manuela, du bist Landwirtin und hast dich spezialisiert auf die Dirndl. Und die Dirndlfrucht ist eine wirklich ganz besondere Frucht. Sehr gesund, haben wir heute schon von dir gehört.
Der Geschmack ist säuerlich, hast du gesagt. Ja. Ja, und eben Vitamin C und ja, was Kalium, Calcium, was weiß ich, alles Mögliche genau. Da drin. Wunderbar. Wie ist das so? Also du bist jetzt seit wie lange bist du schon Landwirtin und wie läuft so ein Tag ab oder wann wird denn zum Beispiel geerntet? Ich bin seit 2002 Landwirtin. Seit da bin ich auch in Österreich. Mhm. Hat dich die Liebe nach Österreich gebracht? Genau, die Liebe hat mich nach Österreich gebracht. Und die Liebe zum Land hat mich dann dazu gebracht, da zu bleiben. Mhm. Liebe zum Land und zur Natur. Ich muss sagen, dass das in Österreich viel besser gelebt wird wie in Deutschland. Ja. Gerade mit den ganzen Direktvermarktern. Das kenne ich in der Vielfalt und Vielzahl in Deutschland nicht. Mhm. Apropos Liebe, jetzt wollen wir mal deinen Mann grüßen lassen, oder? Genau, der Christian sitzt zu Hause und hört gespannt zu. Na, schön. Liebe Grüße. Liebe Grüße über Radio Soul. Wo gibt es denn sowas, oder? Übers Radio Grüße schicken. Super, das gibt es genau. Bei uns. Schön. Ja, und wann habt ihr Ernte und wie? Die Erntezeit beginnt bei uns von den Dirndln Mitte August und dieses Jahr ging es bis Anfang Oktober. Ist unterschiedlich, ist witterungsabhängig. Dadurch, dass es verschiedene Sorten von den Wildfrüchten gibt, reifen die auch unterschiedlich. Und da haben wir echt alle Hände voll zu tun. Du hast mir Stichwort Wildfrüchte gegeben. Also das ist wirklich eine Wildfrucht. Das ist eine Wildfrucht. Gibt es da auch gezüchtete Versionen? Es gibt auch gezüchtete, veredelte Versionen, wo die Früchte größer sind. Und ich sage immer, die lassen aber auch beim Wachsen den Geschmack auf der Strecke liegen. Okay, also da ist Maximum Geschmack dabei. Richtig. Wildfrüchte. Ja. Ausschließlich Wildfrüchte. Ausschließlich Wildfrüchte verarbeiten wir. Schön. Da lege ich wirklich besonderen Wert drauf, weil die geschmacklich unvergleichbar sind und so vielfältig auch in der Zubereitung. Also wir verarbeiten das ja nicht nur zu süßen Produkten, sondern auch zu herzhaften Produkten. Und das ist ja fasziniert mich immer wieder aufs Neue. Wunderbar. Und war heuer eine gute Ernte? Ja, für uns schon. Mhm. Wobei wir einige Sträucher auch nicht beernten konnten. Da hat die Witterung im Frühjahr einfach nicht mitgespielt. Da war es viel zu kalt, da hat man nochmal Minusgrade während der Blüte. Wobei ja die Blüte selber minus 10 Grad aushält, aber es fliegen keine Insekten zur Bestäubung. Mhm. Und damit ja, gab es an einigen Sträuchern keine Früchte. Okay, das ist sehr interessant. Ich würde sagen, jetzt schauen wir uns die Produkte an. Ihr habt verschiedene Produktgruppen. Was kann man denn alles aus diesem Dirndl machen, aus dieser Dirndl? Das ist ja, ja. Getränke. Ja, Getränke, Fruchtaufstriche, Marmeladen also. Ja. Die süßen Sachen. Wir haben Marmeladen, wir haben kombinierte Marmeladen, die ganz faszinierend auch im Glas ausschauen. Auf der einen Seite Dirndl, auf der anderen Seite zum Beispiel Marille oder Pfirsich. Mhm. Oder Williamsbirne mit einem Hauch Zimt, richtig schöne Klassiker für Weihnachten. Mhm. Genau, da sind wir nicht jetzt gerade in der richtigen Zeit. Also Produkte, Getränke und Geschenke, das reimt sich genau. So. Also man kann auch jetzt schon in Geschenken denken. Ja, man kann schon nicht nur denken, man kann sie direkt auch schon kaufen, genau. Konsumieren. Man kann sich auch selber beschenken und eine Freude machen. Sehr gut. Ja. Man muss nicht immer nur an die lieben anderen denken, auch mal an sich selber. Ja, Getränke, klar, das Klassische, der Likör, der Sirup, aber auch einen Fruchtsaft haben wir, einen Frizzante. Mhm. Den gibt es übrigens nur von uns, einen Dirndl-Frizzante. Wir haben die Dirndl-Kugel, eine ganz tolle Spezialität. Das klingt süß, ja, mit einem Dirndl-Marzipan und einem Dirndl-Kern in der Mitte, außen Schokolade, also wirklich richtig toll. Ja, jetzt muss ich kurz einmal gleich durchsagen, die Webseite, da können Sie, wenn schon jetzt das Wasser im Mund zusammenläuft, dann können Sie gleich einmal kustieren gehen auf dirndlhaus.at, also dirndl-haus.at, da können Sie gleich einmal reinschauen. Also das ist wunderbar und Spezialitäten habt ihr noch und nöcher, also erzähl uns noch was. Ja, Spezialitäten haben wir zum Beispiel die Dirndl-Oliven. Das sind Dirndln, die wir in unterschiedlichen Reifestadien ernten, auch grüne, die noch nicht reif sind, werden dann in einer Salzlage eingelegt, reifen dort einige Wochen, werden dann mit Wasser gespült,
abgetrocknet und kommen dann mit Kräutern ins Olivenöl, schmecken hervorragend. Die gibt es aber nicht nur grün, sondern auch entkernt. Und dann wirklich die Spezialität, da behaupte ich, die gibt es weltweit nirgendwo anders. Die sind entkernt und dann mit Pistazie gefüllt. Wow. Das ist wirklich eine richtig tolle Spezialität. Sensationell, das alles made in Austria hier. Und wir machen wieder Musik. Nena kommt jetzt mit Liebe ist. Ein wunderschöner Song von dir. Du guckst mich an und ich geh mit. So, Radio Soul, das war Nena mit Liebe ist. Und mit viel Liebe verarbeitet wird in Österreich die Kornellkirsche, auch liebevoll Dirndl genannt, von Manuela Freistetter und ihrem Mann Christian Freistetter. Manuela ist heute bei mir im Live-Studio hier und wir werden jetzt noch weiter kurz darüber berichten, welche Produkte so aus dieser Kornellkirsche gemacht werden können. Einiges haben wir schon gehört, also Getränke, Liköre und so weiter, Marmeladen. Erzähl noch, hat man irgendwas? Machen wir mal das Ganze, den Bogen komplett, genau. Ja, also neben den Oliven, was ja dann doch in die Herzen geht. Ah ja, Oliven, das finde ich übrigens spannend. Ja, Dirndl-Oliven. Haben wir auch Dirndl Chutney in drei verschiedenen Sorten, was halt dann wirklich was Herzhaftes ist, was gut zum Käse oder zum Fleisch dazu passt, zum Fisch auch. Senf, Dirndl Senf haben wir, aber auch einen Dirndl Tee aus den Blättern gemacht, Blättern, getrocknete Früchte und Apfelschalen. Da achten wir auf Nachhaltigkeit, weil die Apfelschalen bleiben bei der Zubereitung vom Chutney übrig, trocknen wir, kommen mit in den Tee. Ein Dirndlbad, wo wir das Holz, die Rinde und die getrockneten Blätter verwenden, die haben wir einfach übrig, weil wir die Dirndlsträucher jedes Jahr ausschneiden müssen vor der Ernte, weil die so weit runterhängen, dass wir dann die Netze nicht runterlegen können. Also wir spannen Netze drunter bei der Ernte, wo die Dirndl dann reinfallen. Und diese ausgeschnittenen Äste und Zweige, ja, häckseln wir, säubern wir, trocknen wir und verpacken das dann, das ist ein Dirndlbad, was Hildegard von Bingen sehr empfohlen hat für Gicht- und Rheuma-Erkrankungen, aber auch einfach zum Wohlfühlen, zum Entspannen, nehme ich ein Dirndlbad voll gerne. Gerade nach der Dirndlernte, nach harter, anstrengender Arbeit, ist es richtig schön, ein Dirndlbad einzunehmen. Du hast gerade Hildegard von Bingen genannt. Die Dirndl ist auch sehr gesund. Für welche Beschwerden? Die Dirndl ist eine Hildegard-Frucht für Beschwerden des Magen-Darm-Traktes. Mhm. Auch spannend. Ja. Mhm. Wunderbar. Also vom Bad, wo man sich entspannen kann, über das Mousse, über das Getränk. Übrigens, ich kann mir vorstellen, wenn ihr so eine Vielfalt habt, da muss man auch sehr viel Expertise haben in der Verarbeitung. Diese Verarbeitungsprozesse muss man ja gelernt haben. Habt ihr euch das nach und nach immer mehr angeeignet? Wenn ich richtig aufgepasst habe, hast du gesagt, seit 2002? Ja. Also da habt ihr bald 20 Jahre Jubiläum. Also da seid ihr schon so ziemlich ungefähr, lange in diesem Metier drinnen. Ja, ja. Wie soll ich das sagen? Ich bin gelernte DDR-Bürgerin. Kann ich nicht, gibt's nicht. Ich mache einfach. Sehr gut. Ich denke auch nicht großartig drüber nach. Ich eine weiß, Wildkirsche. Letztens hat auch einer gesagt, ja, aber wie geht das und kann man denn das einfach? Ich mache mir da keine Gedanken, ob ich das kann. Ich tue es. Ich setze es um und ich muss auch nicht lange experimentieren, ob was schmeckt. Also bevor ein neues Produkt entsteht, schmecke ich das schon am Gaumen. Mhm. Also ich kann das schon spüren und dann mache ich es einfach nur noch. Braucht ihr da viele Verarbeitungsmaschinen oder wie kommt ihr da aus? Könnte man brauchen, haben wir aber nicht. Also wir haben ganz viel Handarbeit. Mhm. Wir haben gerade einen großen Kochkessel mit 120 Litern. Und dann wird aber trotzdem händisch abgefüllt mit einem Messbecher und ja. Wow, also wirklich Handarbeit. Übrigens, was mich ja fasziniert hat, ist, dass man die Dirndl auch wie eine Olive verarbeiten kann und das bietet ihr auch dann entkernt an. Also das Entkernen von Dirndln, die ja etwas kleiner sind als Oliven, das stelle ich mir kompliziert vor, alles händisch. Nein, es ist nicht kompliziert, es ist sehr meditativ. Meditativ, sag ich immer. Das ist die richtige Einstellung. Ja, genau. Das heißt, Dirndln werden einzeln entkernt mit einem Olivenentkerner, wo extra noch ein Einsatz reingedreht wurde, damit nur die Kerne durchrutschen und nicht die Frucht.
Und da braucht man für so einen 10-Liter-Eimer circa 4 Stunden zum Entkernen. Wow. Und ja, das ist wirklich meditativ. Wunderbar. Ja, wunderbare Qualität aus der Region hier. Das Pilachtal ist wo genau nochmal? Das Pilachtal ist in Niederösterreich, im Mostviertel, genau. Südlich von St. Pölten, da wo die Mariazellerbahn durchfährt. Richtig, und dadurch, dass ihr hier in Berchtesgadendorf wohnt, habt ihr hier am Wochenmarkt einen Stand und Online-Shop auch, haben wir sogar schon die Webseite genannt, dirndl-haus.at, und jetzt geht's wieder weiter mit Musik. Rise your sun, get your show. Das gibt's nur auf Radio Soul, deine eigene Radioshow. Wir präsentieren dich. Jetzt Sendetermin buchen. office@radiosoul.at. This is the greatest show. Yeah, the greatest show. Und heute präsentieren wir die größte Auswahl an Dirndl-Produkten. Mit Manuela Freistetter hier live im Sendestudio. Du hast uns ja wunderschöne Sachen mitgebracht. Ich bedanke mich bei dir. Also ich habe hier einen Dirndl-Punsch bekommen. Ja. Wow, danke schön. Einen Dirndl-Stollen. Das ist ja spannend. Erzähl uns etwas über die Geschichte des Stollen. Ja. Weihnachten kommt. Ich habe mich dieses Jahr endlich getraut, eine alte Familientradition fortzuführen. Mhm. Ich komme ja, wie schon gesagt, aus dem Erzgebirge Sachsen. Ist bekannt für den Stollen. Dresdner Stollen ist sehr weit bekannt, aber auch bei uns direkt in Annaberg, die Bäckerei hat immer Weihnachtsstollen gebacken. Früher, noch wo ich zu Hause war, ist die Mutti immer zum örtlichen Bäcker gegangen und hat ihre Zutaten mitgenommen, so wie alle anderen Frauen aus dem Dorf auch. Und dann hat man den großen Ofen nutzen können in der Backstube und hat dort die Stollen gebacken. Aha. Also es gibt schon ein Familienrezept für einen Stollen, was schon echt viele Jahrzehnte alt ist. Und ich habe dieses Jahr neben den Rosinen- und Mandelstollen einen Dirndlstollen kreiert, wo also getrocknete Dirndln drin sind und ein Dirndl-Marzipan, was so den Stollen durchzieht. Mhm. Ja. Die Leute sind begeistert, die ihn bisher gekostet haben. Hey, ich freue mich schon, wenn wir ihn dann anschneiden dürfen. Dirndl Marzipan, ich liebe ja persönlich Marzipan. Wie wird das hergestellt? Ist das nicht? Ja, Marzipan ganz klassisch aus Mandeln. Mhm. Und da ist ein Dirndlpulver noch mit dazu drin, dass es schön rötlich ausschaut und auch etwas säuerlich schmeckt. Mhm. Okay, also ein eigenes Rezept noch aus dem Elternhaus mitgebracht nach Österreich und damit ein wunderbarer Stollen gebacken. Apropos Backen, du backst auch gerne Brot, habe ich jetzt kurz in der Musikpause gehört. Ich backe gerne und leidenschaftlich Brot und auch Weckerln, wie man hier sagt, und verkaufe diese immer Mittwoch in Berchtesgadendorf am Wochenmarkt. Wow, die haben es gut, die Berchtesgadendorfer. Ja, schon, sie schätzen das auch. Sie schätzen es, dass das Brot nicht jede Woche gleich schmeckt, weil es gibt keine Rezepte dafür. Ich backe immer intuitiv. Mhm. Immer nur mit Roggen- und Dinkelmehl, also kein Weizenmehl. Und da sind die Leute doch ganz begeistert davon. Schön. Ich glaube auch, dass das immer mehr um sich greift, dass die Menschen bewusst auch gesunde Nahrungsmittel immer mehr auf das achten und auf die Zutaten. Und das machst du schon in deinem Betrieb oder ihr beide macht das? Ja, finde ich auch sehr wichtig. Ja. Also wir bieten beide Bereiche immer noch an. Gerade bei der klassischen Dirndl-Marmelade haben wir die ganz normale mit Zucker. Wir haben aber auch eine mit Birkenzucker, was eben dann schon die gesunde Linie ist, wo auch der Zuckeranteil viel geringer ist. Und da sage ich, ich bin ja nicht Gott. Ich kann nicht entscheiden, was der Konsument kauft. Aber ich biete ihm die Möglichkeiten an, beides zu konsumieren. Und wenn das eine weniger wird, dann kann man es auch mal komplett weglassen. Ja. Das wäre mein Ziel, wunderbar, dass ich sage, nur noch gesunde Produkte. Für alle, die jetzt nicht nach Berchtesgadendorf zum Wochenmarkt kommen können, wie können sie eure Produkte bekommen? Ja, über den Online-Shop. Mhm. Wie schon ein paar Mal heute gesagt wurde, dirndl-haus.at. Mhm. Wir versenden mit einem Paketdienst, mit DPD. Man kann es bei uns zu Hause abholen und es gibt auch Feinkostgeschäfte, die wir beliefern. Mhm. Es gibt Selbstbedienungsgeschäfte, wo es unsere Produkte zu kaufen gibt. Im Waldviertel ist das beliebt, im Waldviertel gibt es einige, in Dreisental. Wie läuft sowas ab? Da wird ein Raum frei
bereitgestellt, wo die Produkte hingestellt werden und Selbstbedienung heißt? Ja, das ist heißt, wie ein Geschäft, wo wirklich? Alle Produkte drinstehen, dann geht man einkaufen, geht zu einer Kasse, rechnet entweder selbst zusammen oder es gibt einen Scanner, wo man die Produkte einscannt, zahlt. Ganz wichtig, man zahlt und fährt nach Hause. Funktioniert, oder? Schon. Funktioniert ganz ja, gut. Menschen sind ehrlich schon. Ja, zum überwiegenden Teil schon. Wunderbar. Es gibt manchmal ein paar Schusselige, die zahlen es dann halt beim nächsten Mal. Okay. Auch das kommt schon vor. Okay. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das sehr gut. Und ich finde es auch eine tolle Möglichkeit, wenn man dort mehr die Chance hat, qualitativ hochwertige Produkte zu bekommen. Ja, ich finde überhaupt, dass diese Nahversorgung sehr gut ausgebaut werden sollte in der Region. Das wäre eben, das ist eine gute Möglichkeit. Man kann ja nicht überall ein vollständiges Geschäft hinstellen, aber das wäre eine Zwischenlösung, eben so mit Selbstbedienungsläden. Und, ja, so wie die Tante-Emma-Läden früher, nur ohne Emma. Ja, eigentlich schade, nicht? Aber schade, ja, voll. Weil ich finde, das haben wir ja auch am Markt, dieser persönliche Kontakt, dieses Gespräch, das fehlt. In einem Supermarkt, wo ich einkaufe, meine Sachen aus den Regalen nehme, da fehlt so die Nähe, das Gespräch, das Soziale, das Miteinander, das gemeinsame Lachen, das Austauschen. Das finde ich schon super am Markt und das sollte ausgebaut werden. Ja, ich finde auch. Das sollten wir wieder aktivieren hier bei uns. Richtig. Etwas unabhängiger werden von den großindustriellen Produktionen, eher regional hier auch die Produzenten fördern, auch regional einkaufen. Das finde ich großartig. Ihr liefert auch. Und wenn jetzt irgendein Unternehmer dabei ist und sagt, ja, ich würde gerne auch dieses Sortiment annehmen oder in mein Sortiment reinnehmen, dann einfach bei uns melden, bei dir melden. Genau, welche Kontaktdaten habt ihr noch? Seid ihr auch in sozialen Medien? Ja, Facebook. Instagram weniger. Okay. Aber Facebook sind wir vorhanden. Facebook ist immer gut. Auf jeden Fall. Unter Dirndlhaus. Unter Dirndlhaus, ja. Ja, genau. Perfekt. Dann haben wir eigentlich fast alles gesagt. Gibt es noch eine Botschaft, etwas, was dir noch am Herzen liegt, was wir unseren Hörern noch weitergeben wollen, so am Ende unserer Sendung? Ja, seid glücklich. Das ist die beste Botschaft. Super. Wunderbar. Dirndl-haus.at, die Webseite. Schauen Sie sich das an. Und ich sage herzlichen Dank, Manuela, dass du heute bei uns warst. Ich danke auch, es war mir eine Freude. Schön. Und wir machen Musik weiter mit ILO Electric Light Orchestra, eine meiner Lieblingsbands. I'm alive. Ciao. Ciao.